Stronghold kriegt endlich ein Remake und ich musste das natürlich sofort spielen. Und muss eins direkt vorweg schicken, Remake ist ein großes Wort, das die Entwickler hier benutzen. Da erwartet man vielleicht ein völlig neu gebautes Spiel, wie zum Beispiel bei Final Fantasy VII. Das ist das hier nicht. Das ist schon immer noch das klassische Stronghold im Kern. Aber das klassische Stronghold ist ja großartig und ich freue mich da riesig drüber, weil ich seit Jahren schon neidisch auf die Age of Empires 2 Definitive Edition schiele und mir denke, das da für Stronghold. Und jetzt kriegen wir das, also lasst mich euch ein wenig erzählen, was da drin steckt und wie gut es wird. Life in the old castle. Welcome, lords and ladies. Die Stronghold Definitive Edition erscheint am 7. November auf Steam und bietet in erster Linie neue Grafik, basierend auf dem Original Artwork. Dazu kommen moderne Optionen für Interface und Steuerung, Unterstützung für Steam Multiplayer und Steam Workshop sowie neue Inhalte, allem voran eine 14 Missionen lange Story-Kampagne und dazu ein neuer Burgfeldzug, in dem wir 10 historische Schlösser erobern oder verteidigen müssen. Diese neuen Sachen habe ich leider noch nicht gespielt. In meiner Demo gab es 2 bekannte Missionen aus der Originalkampagne, Mission 4 und Mission 11. Die verraten trotzdem schon mal einiges darüber, wie gut das Remake an sich wird, also die Verbesserungen am Grundspiel, aber eben noch nicht zu den neuen Inhalten. Also lasst uns über die Verbesserungen am Grundspiel reden. Und mein erster Eindruck dazu war ehrlich gesagt gar nicht so positiv, weil die Grafikverbesserungen jetzt echt nicht fundamental sind. Als ich den Trailer gesehen habe, wo sie diese Vorher-Nachher-Shots so durchsliden lassen, musste ich sogar erstmal blinzeln und genauer hinschauen, um zu erkennen, was sich da eigentlich jetzt wirklich so groß geändert hat. Aber wenn man es dann spielt und dann auch nochmal das Original zum Vergleich anwirft, dann sieht man doch, dass das alles insgesamt einen spürbar schöneren Eindruck macht in verschiedensten Details. Die Grastexturen sind feiner, die Bäume weicher und höher aufgelöst, alles ist einen Tick schärfer und auch einen Tick schöner, wärmer ausgeleuchtet. Das sieht tatsächlich ziemlich schick aus. Stronghold ist ja in Sachen Atmosphäre echt gut gealtert und das kommt auch der Definitive Edition sehr zugute. Dieses Spiel hat selbst in seiner Originalform einen zeitlosen Charme, der hier jetzt nochmal besser zur Geltung kommt. Die einzige Neuerung, die ich wirklich suspekt finde, ist der Typ da. Guckt euch den an, wie der grinst. Ich vertraue dem nicht. Das ist nicht mehr mein Kumpel von früher. Ich mag den nicht. Und ansonsten, es gibt auch noch ein paar andere, es gibt ein paar alte Störfaktoren, die geblieben sind. Es gibt sehr eckige, unnatürliche Bodentexturen, die sich überhaupt nicht organisch in die Umgebung einfügen, wie zum Beispiel den Boden ums Bergfried-Lagerfeuer. Es gibt gewisse unschöne Terrainbereiche, wie diese quadratischen Schattenfelder, wenn die Map sich nicht ganz natürlich zusammenfügt mit den Gebäuden. Solche Sachen gibt's immer noch ein wenig unschön. Daran merkt man auch, dass es halt wirklich, ne, im Kern immer noch das alte Spiel ist. Aber trotzdem hat's mir gut gefallen. Das Beste für mich tatsächlich war etwas, was heutzutage so selbstverständlich wirkt natürlich, aber die Definitive Edition funktioniert ganz normal und organisch mit modernen Auflösungen. Stronghold HD ist zwar auch scharf in modernen Auflösungen, aber auf die klassische Weise, wie es alte 2D-Spiele machen, indem halt alles immer kleiner wird, je höher du die Auflösung stellst. Und das sowohl das Interface als auch das Spiel, wenn du da auf 1044p oder sogar höher gehst, nimmt das irgendwann ein bisschen alberne Zustände an und wird immer weniger sinnvoll spielbar, während die Definitive Edition sich tatsächlich normal und organisch an Auflösungen für moderne Bildschirme anpasst, was es wirklich um einiges schöner und angenehmer macht. Das gleiche gilt auch für die Cutscenes, die ebenfalls immer kleiner werden in den moderneren, in den älteren Fassungen des Spiels. Die sind auch ein wenig aufgehübscht worden. Auch da
nicht fundamental. Es sind immer noch die gleichen Talking Heads, die eine kurze Bewegung machen und dann stillstehen. Ja, das Lagerfeuer in der Mitte ist jetzt größer und schöner. Und wie gesagt, das sind alles Verbesserungen und es hat einfach immer noch unglaublich viel Charme. Aber man sollte eben nicht grundlegende, tiefere Neugestaltungen erwarten, wie man sie beim Wort Remake sich vielleicht vorstellen würde. Es hilft dir aber eben einfach sehr, dass Stronghold immer noch toll ist. Auch am Interface sind die Verbesserungen zwar simpel, aber sehr willkommen. Man kann jetzt optional, man muss das nicht, man kann aber einstellen, dass man Truppen per Rechtsklick bewegt und die Kamera per WASD. Man kann Hotkeys jetzt im Spiel konfigurieren. Die Spielgeschwindigkeit, und das ist mit das Tollste, geht jetzt auch mit dem normalen Plus- und Minus-Button und nicht nur mit der auf dem Numpad. Für manche dieser Sachen gab es Community-Workarounds, ja, aber es ist trotzdem schön, dass sie jetzt einfach normal Teil des Spiels sind. Auch wenn manche der offiziellen Neuerungen irgendwie eher wie Fan-Mods zum Teil wirken, das fand ich ein bisschen schade. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Option, die super praktisch ist, dir deinen gesamten Warenbestand oder die Zeit bis zur letzten Schlacht unten links einblenden zu lassen. Das liegt dann aber so komisch vor so einem halbtransparenten Hintergrund, statt schön in das klassische Pergament-Interface eingebunden zu sein, das Stronghold ja hat. Das fand ich nicht so ganz nachvollziehbar. Wenn man schon die Originalentwickler hat, die hier das Ding neu auflegen, hätte man sowas, finde ich, schöner und organischer einbinden können ins Spiel. Es scheint mir auch nicht, als wäre alle alte Sperrigkeit von Stronghold beseitigt. Zum Beispiel gibt es keine fundamentalen Neuerungen an der Einheitensteuerung. Und diese Mission ist vielleicht aus gutem Grund nicht in der Demo, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du bei der Burg des Schweins pixelgenau den letzten Millimeter Reichweite deiner Schützen ausreizen musst, dass das immer noch extrem krampfig und nervig ist. Es gab in der Demo auch keine Burggräben zum Ausheben. Auch da weiß ich deswegen nicht, gibt es da irgendwie Verbesserungen an der Steuerung, an der Wegfindung, an der allgemeinen Krampfigkeit, die halt Burggräben immer waren in Stronghold. Das sind Fragen, die noch offen sind. Ich würde mir wünschen, dass sie da auch noch ein wenig an solchen Sachen dran schrauben. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass sie es nicht getan haben. Ich habe jetzt bislang bei Einheitensteuerung nicht sehr viel grundlegend Neues gesehen, abgesehen von dem Rechtsklick. Und natürlich bleibt noch offen, wie gut werden denn die neuen Inhalte? Die Kampagne von Stronghold 1, finde ich, ist immer noch ein absolutes Highlight. Die macht immer noch so viel Spaß, die ist so stimmungsvoll, die ist so cool. Davon, also auf diesem Level eine neue Story-Kampagne zu bekommen, da habe ich richtig Lust drauf. Allerdings ist natürlich auch die Frage hier, wie gut wird die bei uns hierzulande? Denn ein großer Teil des Charmes von Stronghold war ja auch die fantastische deutsche Vertonung. Die ist auch in der Definitive Edition wieder drin, also in den Missionen, die ich gespielt habe. Sie haben nicht den Fehler gemacht, von Age of Empires 2 Definitive Edition die Missionsbriefings neu und weniger atmosphärisch zu vertonen. Das sind die alten Sprecher. Und die Entwickler haben auch gesagt, sie arbeiten für die Definitive Edition mit einigen der alten Sprecher zusammen. Ich würde aber sehr davon ausgehen, damit sind halt die alten englischen Sprecher gemeint. Ich habe allerdings den Erfinder von Stronghold, Simon Bradbury, zur deutschen Vertonung gefragt und er meinte, es wird eine komplette deutsche Vertonung für die neuen Inhalte geben. Und obwohl man nicht mehr alle alten Sprecher hat, hat man sich Mühe gegeben, gute neue Leute zu finden. Und beim letzten Mal hatten sie dafür ja ein sehr gutes Händchen. Also würde ich jetzt zumindest mal nicht ausschließen, dass sie auch diesmal wieder eine gute, passende, neue deutsche Vertonung hinkriegen. Zur Story dieser neuen Kampagne weiß man noch nicht viel. Ein wenig konnte ich ihm aber entlocken. Es wird wohl ein neuer Storystrang werden, der während der Kampagne des Originalspiels stattfindet. Also irgendeine Form von paralleler Geschichte, neuer Perspektive. Es sind ja immer wieder Dinge in unserer Abwesenheit auch passiert, während wir unseren Feldzug geführt haben. Also, wer weiß, ich drücke sehr die Daumen, dass sie das genauso atmosphärisch hinkriegen wie damals im Originalspiel. Die Messlatte dafür ist aber sehr hoch. Die Männer, die in die Grab
Grafschaft der Ratte geschickt hat, haben versagt. Was kann ich dafür? Ich hab nur die Truppen gestellt. Die Ratte hat sie befehligt. Allgemein hatte ich einigen Spaß mit der Stronghold Definitive Edition. Es freut mich total, dass das erste Stronghold endlich mal wieder ein wenig Liebe bekommt. Denn Stronghold ist halt bis heute ein so einzigartiges Spiel und damit ein so erhaltenswertes Spiel, weil es uns diese Burgherren-Fantasie auf eine Weise bietet, wie sie seitdem selbst die Stronghold-Serie selbst kaum wieder hingekriegt hat, dass ich mir wenige Spiele vorstellen kann, die es mehr verdient haben, nochmal in einer modernisierten Fassung weiterleben zu dürfen. Und es sind wirklich schöne Verbesserungen da, schöne elementare Sachen. Die Grafik ist besser als vorher, der Sprung ist nicht kolossal, aber er ist merklich und das Spiel hat wirklich immer noch unglaublich viel Atmosphäre und Charme. Es ist deutlich angenehmer, jetzt auf modernen Systemen mit modernen Steuerungsgewohnheiten zu spielen. Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass sie noch ein bisschen tiefer und etwas umfangreicher in den Änderungen und den Verbesserungen gegangen wären. Ist natürlich mir auch bewusst, dass es immer ein schmaler Grat ist bei solchen Klassikern. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, die alten Missionen nochmal zu spielen. Ich freue mich auf die neue Kampagne. Und ich hoffe sehr, dass sie das alles auch danach noch für Crusader machen. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass das der Plan ist. Also würde mich sehr wundern. Es sei denn, diese Definitive Edition aus irgendeinem Grund verkauft sich überhaupt nicht. Klar, das kann immer passieren, aber wäre jetzt erstmal hoffnungsvoll, dass wir das auch noch für Crusader bekommen. Soweit mein Fazit. Was ist eures? Was ist euer Eindruck zur Stronghold Definitive Edition? Welche Verbesserungen würdet ihr euch noch für das alte Spiel wünschen? Schreibt es mir sehr gerne. Ansonsten, wenn ihr das Ganze live auch mal sehen wollt, ich bin 5 Tage die Woche live auf Twitch, Maurice Weber. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, ich würde mich freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.